Hello World! Yeah! Hi Leute, ja für demnächst habe ich wieder einen längeren Blockbuster für euch vorbereitet, also seid gespannt. Ich will mich in Zukunft mehr auf lange, ausführliche Videos konzentrieren, so ist möglicherweise auch die Zensurgefahr etwas geringer, aber das muss jetzt einfach sein. Ja, es geht um Maître Gims oder Gims, der in Frankreich gelinde gesagt ein absoluter Superstar ist, plus natürlich wegen der Weltsprache Französisch auch international, denn in den wenigen Ländern, die die Deutschen in ihrer mörderischen Kolonialzeit nicht erobert haben, in denen haben die Franzosenkolonien gegründet. Aber Spaß beiseite, also wir sehen hier 8 Millionen Follower auf YouTube, das sind Zahlen, die deutsche Interpreten nicht mal ansatzweise erreichen. Hunderte Millionen auf einzelnen Videos, er ist definitiv nicht irgendwer. Nun kam vor ein paar Tagen sein neues Video namens Le Prix à payer raus, zu Deutsch der Preis, den man zahlen muss. Und ich muss sagen, das Video wirkt fast so, als ob ich es gedreht hätte. Man sieht hier doch mehr als akkurat für meine Begriffe, wie Leute wirklich zu Stars gemacht werden. Und wir gehen die Szenen mal durch, bevor wir darüber spekulieren, was dahinter stecken könnte. Erste Szene, ja, unser guter Gims, oder wie man den ausspricht, steht hier wohl am Anfang seiner Plattenkarriere und hat zur Unterschrift seines Vertrags ein Meeting mit einem Manager. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man auch im Hintergrund einen großen Elefant, den man in Deutschland nicht ansprechen darf. Daneben auch so einige okkulte Symbole, die dieser Manager in sein Büro gehängt hat. Die Augen seiner Assistentin deuten darauf hin, dass sie unter Hypnose steht bzw. Gedankenkontrolle. Sie ist also seine MK-Ultra-Sklavin für die etwas Fortgeschritteneren. Einfach mal nach dem Begriff MK-Ultra googeln. Sein Vertrag unterschreibt Maître Gims mit Blut, was natürlich nur im übertragenen Sinne gemeint ist, heißt wohl, er muss dafür bezahlen für seinen Erfolg, indem er ein Blutopfer bringt, ergo jemand, der ihm nahesteht, muss für ihn über die Klinge springen. Dann muss er auf Twitter oder Instagram sowas schreiben wie, oh, ich konnte es einfach nicht glauben, als ich heute aufgewacht bin, oh Gott, bla bla bla. Scrollt doch einfach mal nach unten durch das Profil eures Lieblingsinterpreten, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine und werdet fündig. Dann nächste Szene im Haus von Maître Gims, wo er als vielleicht noch nicht ganz so erfolgreicher Sänger ein relativ idyllisches Leben mit seiner Familie lebt. Eigentlich will er nur Zeit mit seinen Kindern verbringen, aber daraus wird nichts, weil die Mind-Control-Sklavin des Managers an die Tür klopft. Gims muss mitkommen, weil er hat diesen Vertrag mit Blut unterschrieben, ist an ihn gebunden und kann nicht mehr Nein zu irgendwas sagen, was er nicht will. Er muss seine Familie verlassen und mit dem Manager eine Champagnerparty in der Limousine feiern. Und man sieht es zwar nicht so klar, aber es wird von ihm erwartet, auch seinen Lebensstil etwas anzupassen. Das heißt, weg vom traditionellen Lebensmodell mit Familie und Kindern zur Sodomie mit Groupies und Prostituierten. Dann wird er großzügig von dem Manager beschenkt mit all dem wertlosen Dreck, den vor allem unsere Rapstars so vermarkten, also Mode, Uhren, Schmuck, Autos und so weiter. Alles eben nur Spielzeuge, nichts mit wirklich echtem Wert. Alles, was ihn wirklich unabhängig machen würde, wie zum Beispiel ein eigenes Haus weit weg, eigenes Land, Edelmetalle, Waffen, Fertignahrung und so weiter, das darf der Superstar sich leider nicht kaufen, weil höchstwahrscheinlich jemand anderes seine Finanzen verwaltet als er. Auch künstlerisch hat er natürlich überhaupt nichts mitzureden. Sein Manager sucht das Albumcover, den Albumnamen und auch die passenden okkulten Symbole dafür selbst aus, ohne ihm nur im Geringsten zu erklären, was das alles wirklich bedeutet. Er muss sich dann in Interviews irgendwas aus der Nase ziehen, was er sich angeblich dabei gedacht hat, das kennen wir. Dann will ihn so ein Fotograf blöd angehen, der anscheinend nicht mit im Club ist, und sein Limousinenfahrer, der im Club ist und auch so eine Art Betreuer von ihm, der stutzt den Fotograf zurecht, weil er arbeitet eben für den Manager und gegen ihn darf es keine Widerworte geben.
Wir sehen dann in einer kurzen Zusammenfassung, wie Jims weltberühmt wird, große Hallen spielt, Werbedeals bekommt, in alle TV-Shows eingeladen wird, auch in Japan oder sonst wo, weil überall auf der Welt dieselben Netzwerke arbeiten. Ja, wenn er nicht spurt, dann heuert man zumindest im ersten Schritt als Warnung irgendwelche Paparazzi an, die ihn und seine Familie belästigen sollen. So schafft man es auch wieder einen Tag in die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Dachte da spontan an Kanye West, dem das anscheinend schon öfter mal zugestoßen ist. Dann wird Jims wahrscheinlich zu einem Meeting im privaten Schloss des Managers eingeladen, wahrscheinlich weil er nicht so ganz dem Plan folgt. Er wird dann wütend und sagt, er hat die Schnauze voll von diesem Leben. Das darf er natürlich nicht und deshalb wird er überrumpelt und entführt, um ihn dann nachts in einem Ritual zu opfern. Wir wissen, was am nächsten Tag in der Zeitung gestanden hätte, ja, tragischer Selbstmord oder sowas wie Autounfall. Aber überraschenderweise hat dieser Limousinenfahrer beim Fanta-Trinken dann Sympathien für ihn entwickelt. Das hat man tatsächlich schon des Öfteren gehört, dass manche Leute bei diesen Kulten gar nicht so abgrundtief böse sind, sondern vielmehr nicht ausbrechen können, was dazu führen kann, dass sie tatsächlich jemand zur Flucht verhelfen, wenn sie ihn mögen. Und hier kriegt Jims ein Messer von ihm zugesteckt, um seine Fesseln zu durchschneiden. Er flüchtet daraufhin mit einem Motorrad, schafft es, die Lakaien von dem Musikmanager abzuhängen und wird von seiner Frau abgeholt. Mehr oder weniger offenes Ende. Ja, eindeutiger geht es nicht. Mehr einem ins Gesicht reiben ist kaum möglich. Stellt sich die Frage, warum um alles in der Welt wird so ein Video dann von einem großen Musiklabel überhaupt veröffentlicht? Zweifler würden natürlich sagen, um sich über Leute wie mich lustig zu machen, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, was zumindest zeigen würde, dass wir immer mehr Einfluss gewinnen. Ich würde eher sagen, es ist nochmal eine deutliche Antwort auf die Frage, warum diese Symbole und teilweise sogar Andeutungen auf Ereignisse in der Zukunft in Musikvideos zu finden sind. Man will, dass die Zuschauer ihr Einverständnis geben und sie dadurch verhöhnen. Denn die Elite fühlt sich inzwischen sehr sicher angesichts einer vollkommen lobotomierten Normalbevölkerung und will einfach testen, wie weit sie gehen kann. Plus es gehört sowieso zu ihrer Religion oder Ideologie, ihre Symbole offen zu präsentieren, hidden in plain sight. Und da sich auch nach diesem Video jetzt von Jims kein wütender Mob in Richtung der Plattenfirma bewegt, war das wohl auch wieder erfolgreich. Was auch noch sein könnte und was sehr beunruhigend wäre, vielleicht steht in baldiger Zukunft auch etwas Großes Weltpolitisches an, sodass es jetzt eh schon zu spät ist, etwas dagegen zu tun und deshalb zeigt man den Leuten jetzt halt noch kurz die ganze Wahrheit, aber hoffen wir es nicht. Erinnert alles auch etwas an Avicii, also vielleicht macht es unser Jims nicht mehr lange. Wer nicht weiß, worum es geht, der checkt bitte das Video zu Avicii auf meinem Zweitkanal. Auch da muss man sich aber die Frage stellen, wie realistisch ist es, dass man auf eigene Faust so ein Video dreht, wo doch Dutzende Leute an sowas beteiligt sind und die Plattenchefs davon doch Wind bekommen sollten. Liegt also nahe, dass das nochmal in sich ein Ritual ist, dass man solche Videos absichtlich produziert, um den Künstler danach zu ermorden oder nun ja, ob die toten Interpreten wirklich tot sind. Wer will's schon wissen, vielleicht macht es sich Avicii auch gerade mit Jeffrey Epstein auf einer Insel im Pazifik am Pool bequem. Gut, was mit diesem Video auf jeden Fall deutlich gemacht wird, egal wie viel Talent ihr habt, ihr werdet nicht einfach so ein Weltstar, ihr müsst einen Preis bezahlen. Prix à payer. Das heißt für euch, lernt was Anständiges und vor allem klärt euer Umfeld auf, damit diese Leute nicht mehr so weitermachen können. Plus ja, schaut mal auf die Deutschrap-Szene und achtet auf diese Leute. Es gibt sie, auch wenn man nicht immer genau weiß, wer jetzt der mit dem Einfluss ist. Der große Manager aus diesem Video wird sich wahrscheinlich nicht allzu oft blicken lassen, aber seine Lakaien sind sehr sichtbar, also haltet die Augen hier offen. Demnächst dann wie gesagt wieder ein längeres Video. Abonniert die Express-Zeitung. Danke fürs Zuhören. Ciao.